Herzlich willkommen bei Replay. Heute legen wir die rosa-rote Nostalgiebrille wieder ab und schauen uns ein Spiel aus unserer Gamer-Vergangenheit an. Diesmal handelt es sich um ein Spiel aus meiner Kindheit, nämlich Super Mario 64. Als Super Mario 64 am 23. Juni 1996 zum Start des Nintendo 64 in Japan erschien, war es bahnbrechend. Mario hat es damals nicht geschafft, sein Genre zu revolutionieren, sondern sich auch gewissermaßen selbst neu erfunden. Immerhin war es noch nie zuvor möglich, sich mit dem Klempner durch eine offene 3D-Welt zu bewegen. Auch die Zahlen sprechen für den Klassiker. Super Mario 64 ist mit rund 11,9 Millionen verkauften Einheiten nicht nur das erfolgreichste Nintendo 64-Spiel, sondern auch das erfolgreichste 3D-Jump-Run des Klempners. Der neueste Ableger der Reihe, Super Mario Odyssey, kommt dem Oldie nach 4 Monaten aber bereits gefährlich nahe und wird ihn vermutlich noch 2018 vom Thron stoßen. Selbst den Controller in die Hand nehmen konnte ich beim Release des Spiels allerdings noch nicht. Immerhin ist das Spiel trotz seines um ein Dreivierteljahr verspäteten Releases in Europa immer noch ein gutes Jahr vor mir erschienen. Doch was mich dann etwas später beim Zusehen meines Bruders und meiner Cousins begeisterte, macht mir heute immer noch genauso Spaß. Über die Geschichte des Spiels muss man, glaube ich, nicht allzu viele Worte verlieren. Bowser entführt Prinzessin Peach und Mario muss sie retten. Überraschung. Auf seinem Weg dahin reist der Klempner durch 15 Welten und befreit 120 Powersterne aus den Klauen des Bösewichts. Die Welten befinden sich in Super Mario 64 in Gemälden. Diese betritt man mehrmals, um die verschiedenen Missionen darin zu bestehen. Welche Mission man wann abschließen möchte, bleibt einem aber bis auf wenige Ausnahmen selbst überlassen. Als Oberwelt und Zugang zu den Welten dient dabei Peachs Schloss. Hat man genügend Powersterne gesammelt, kann man sich einem von drei Kämpfen gegen Bowser stellen. So kann man auch neue Gebiete im Schloss freischalten und in neue Welten hüpfen. Super Mario 64 ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen in seinem Zeitalter relativ gut gealtert. Auch wenn der kantige Polygonlook aus den 90ern nicht mehr top aktuell aussieht, spielt er sich durch die direkte Steuerung herrlich flüssig. Dadurch habe ich angefangen, mich für Speedrunning zu interessieren, was mich auch nach all den Jahren immer wieder zurück zu diesem Spiel bringt. Ich habe durchaus Gefallen daran gefunden, Bugs und Glitches zu nutzen, um das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen und dabei meine Zeiten immer weiter zu verbessern. Nicht außer Acht zu lassen ist außerdem der Soundtrack des Spiels, der einem, wenn er einmal drin ist, nicht mehr aus dem Ohr gehen will. Allein die Musik aus Dire Dire Dogs ist mehr als nur großartig. Seit seinem Release vor 22 Jahren hat sich Super Mario 64 für Nintendo zu einem absoluten Dauerbrenner entwickelt. Sowohl auf der Wii als auch auf der Wii U ist das Spiel für die Virtual Console erschienen und auf der Switch kann das eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Im Jahr 2004 hat Nintendo auch ein Remake für den Nintendo DS veröffentlicht. Hier muss man allerdings auf eine Steuerung per Stick verzichten, nachdem der DS ja bekannterweise nur ein Steuerkreuz besitzt. Dafür kann die Neuauflage mit neuen Welten, 30 zusätzlichen Sternen und einer Sammlung von Minispielen aufwarten. Außerdem gibt es mit Yoshi, Luigi und Wario drei zusätzliche spielbare Charaktere, alle mit eigenen Stärken und Schwächen. Importsammler sollten sich auch nach der Super Mario 64 Shindou Edition umsehen. Diese spezielle Version ist exklusiv für das japanische N64 erschienen und unterstützt das Nintendo 64 Rumble Pack. Super Mario 64 ist ein Klassiker, den jeder Jump'n'Run-Freund irgendwann gespielt haben sollte. Spielmechanik und Präsentation fesseln heute wie damals und machen Marios erstes 3D-Abenteuer zu einem grandiosen Videospiel. Meiner Meinung nach ist Super Mario 64 das am besten gealterte Spiel auf dem N64 und bleibt damit bis heute eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Was sind eure Erinnerungen an Super Mario 64? Und was ist euer Lieblingsspiel auf dem Nintendo 64? Schreibt es uns in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um auch nichts mehr von Screaming Pixel zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.